mein Vater, den habe ich dann getroffen. Wir waren dann in der Schönhauser Allee in einem Restaurant und ich dachte, ach, so sehe ich also aus, das sind meine Augen, das sind meine Augenbrauen. Frau Rahnefeld, Sie dürfen sich laut stellen. Ja, hallo. Ja, also vielen Dank für all die Geschichten, die haben mich sehr berührt. Ich habe jetzt noch Herzklopfen davon. Und ich wurde ja vorgestellt mit, ich bin ohne Vater groß geworden und das stimmt einerseits und das stimmt andererseits auch nicht. Und das ist einerseits ein Drama in meiner persönlichen Geschichte, aber auch ein großes Glück. Und über dieses, über den Weg vom Drama oder auch mich, meine Identität, für meine eigene Identität so auf mich aufzumachen, das möchte ich hier kurz erzählen. Denn mit 20 habe ich das erste Mal, da war ja schon, also ich bin mit 14, war die Wende und mit 20 bin ich nach dem Abitur ja, nach Schottland gegangen und habe dort gearbeitet. Und ja, da hatte ich auch schon die ersten Verliebtheiten oder auch Beziehungen, aber war immer sehr unglücklich. Und in Schottland lief ich mit einer Nase rum und hatte hier richtig mich wund geweint auf der Oberlippe. Und dann hatte ich einen Schotten getroffen und habe mit ihm gesprochen. Und dann hat er gesagt, habe ich ihm von meinem Leben als junge Frau erzählt, dass ich der Liebe immer so hinterher renne und mit offenen Armen und die Männer irgendwie wollten mich nicht. Und dann hat er gesagt, Katrin, you must solve your life mystery, you must meet your genetic father. Also ich soll mein Lebensmysterium lösen und meinen genetischen Vater treffen. Und ich bin so groß geworden, meine Mutter war mit mir schwanger, mein Vater verschwand dann auch und hatte dann auch schon eine neue Freundin. Die waren beide an derselben Hochschule in Berlin und sie kommt aus Erfurt und meine mütterlichen Wurzeln sind auch in Thüringen und meine sowohl ziehväterlichen Wurzeln als auch meine väterlichen Wurzeln sind alle in Sachsen und dadurch hat sie mich auch in Erfurt geboren. Sie war 20 Jahre alt. Und ja, und ist dann mit mir aber wieder zurück zum Studium. Und ja, da bin ich die ersten Jahre dann auch in dem Internat groß geworden. Also zusammen mit meiner Mutter. Aber da hatten die halt einen Flur, wo die ganzen alleinerziehenden Mütter waren. Und es muss halt eine Partyzeit gewesen sein. Da wollte ich später dann auch mal hin. Und genau. Und sie hat dann ein halbes Jahr später aber meinen Ziehvater kennengelernt und hat mit ihm dann auch noch zwei Kinder gekriegt, also innerhalb von 5 Jahren. Also mit 25 Jahren hatte sie 3 Kinder. Und ich bin dann mit meinem Ziehvater groß geworden und habe auch Papa gesagt und habe den Namen angenommen und habe 2 tolle Brüder, die ja, mit denen wir sehr, sehr, sehr verbunden sind miteinander. Und ich habe eine ganz schöne Kindheit und Jugend verlebt. Also ich bin eine Großfamilie eingeheiratet worden. Wir haben die ganze DDR durchreist, durchwandert, durchpaddelt. Tschechien, ich kenne es alles wie meine Westentasche. Oder genau, und war zu DDR-Zeiten in einer Singergruppe, bin damit sogar bis nach Syrien gekommen und dort rumgereist und habe auf verschiedenen Bühnen gesungen und bin ja viel unterwegs gewesen. Und genau, und ich wusste auch immer, dass es einen Vater gibt und ich wusste auch, dass ich noch eine Schwester habe und weiß auch, dass ich mich mal in der Schule gemeldet habe, ja, mein Vater ist gar nicht mein richtiger Vater, ich habe noch einen anderen Vater. Und aber das ist so, ja, das war so in Ordnung. Und wenn ich meine Mutter danach gefragt habe, dann war das, ja, dann war das ein angespanntes Thema und so viel habe ich gar nicht erfahren. Deswegen, als ich jetzt, ich habe jetzt den Namen nicht vergessen, aber die Geschichte aus Odessa gehört habe, dachte ich, wow, bei mir ist auf der väterlichen Linie ist halt einfach ganz viel Blindheit. Und auf der mütterlichen Linie auch, weil meine Mutter kennt ihren leiblichen Vater nicht und ich kannte meinen leiblichen Vater nicht. Und ich war dann, habe mit 22 meinen ersten Sohn geboren und bin nach 2 Wochen auch ausgezogen. Habe mich dann von dem Kindsvater getrennt und der Kontakt gestaltete sich auch als sehr schwierig. Und mein großer Sohn hätte fast auch seinen Vater nicht wirklich
kennenlernen können. Also ich habe mich so in die Tradition dessen gestellt und habe es nicht wirklich geschafft, weil das natürlich auch ein Heraustreten ist aus, ja, aus einer Tradition, wie das gelebt wurde. Also die Väter waren halt nicht wichtig. So. Und ich bin aber dann mit, eigentlich nach der Geburt meines ersten Kindes, ja, habe ich so Körperschmerzen entwickelt und bin über die Krankheit, die eigentlich keinen Namen hat und kein Arzt konnte mir sagen, was ich habe, aber ich habe in Abständen immer wieder richtig heftige Schmerzen gehabt. Es haben keine Schmerztabletten geholfen, nichts. Und wusste mir dann nicht anders zu helfen. Und dann hat eine Freundin zu mir gesagt, Katrin, geh mal zu der Heilpraktikerin. Und ja, und da war ich dann da und ich dachte einfach nur, ich will einfach, dass diese Schmerzen weggehen. Und dann hat sie, habe ich ihr so gesagt, ich habe halt hier den Vater und hier ist, aber ich habe eigentlich noch einen anderen. Und dann habe ich noch die Brüder, die sind eigentlich meine richtigen, aber eigentlich auch halb. Und dann hat sie gesagt, aber es ist schon wichtig, wenn ein Kind seinen Vater kennt. Und da habe ich dann, nachdem ich das erste Mal Kontakt zu meinem leiblichen Vater aufgenommen hatte, nachdem ich in Schottland diesen Satz gehört hatte, habe ich meine Mutter ja gefragt, bin ich zum Einwohnermeldeamt und habe die Adresse ausfindig gemacht. Also er wohnte auch in Berlin und auch die ganze väterliche Seite wohnt in Berlin. Und ich habe mir das richtig erarbeitet, meine väterliche Familie so kennenzulernen. Ich habe meine Großeltern angeschrieben, die haben gesagt, für sie ist es jetzt zu spät, sie wollen mich nicht mehr kennenlernen. Und damals war ich ja 20 und mein Vater, den habe ich dann getroffen. Wir waren dann in der Schönhauser Allee in einem Restaurant und ich dachte, ach, so sehe ich also aus, das sind meine Augen, das sind meine Augenbrauen. Und war aber noch in diesem Loyalitätskonflikt zu meiner Mutter und meinem Ziehvater und habe gesagt, ja stimmt, der ist total doof. Also und damit war der Kontakt auch wieder von meiner Seite vorbei und mein leiblicher Vater hat den dann auch nicht gehalten. Und da ich aber so krank wurde, habe ich erstmal den Kontakt auch zu dem Vater meines eigenen Kindes hergestellt und habe dafür gesorgt, dass er seinen Vater kennt. Und ja, sie kennen sich bis heute und es ist eine ganz normale Vater-Sohn-Beziehung. Und habe dann mit und habe dann mit 30 nochmal neu Kontakt zu meinem leiblichen Vater aufgenommen. Und seitdem sind wir im Kontakt und ich habe dann auch dann wiederum 7, 8 Jahre später meine Schwester kennengelernt. Da hat sie mich angerufen, ich habe immer so Kontakt gesucht und dann hat sie mich angerufen vor ein paar Jahren und hat gesagt, Mensch, ich will mit unserem Vater nach Rom fahren, er möchte so gerne Rom sehen, willst du nicht mitkommen? Und dann haben wir uns in Rom getroffen und das war das schönste Erlebnis in meinem Leben. Wir zu dritt, also mein Vater und meine Schwester und ich. Und es war was ganz Natürliches und es war was ganz Schönes. Also mein Vater kannte ich ja vorher schon. Es war einfach klar. Also es war, wir haben uns 3 Tage lang, sind wir durch Rom gepilgert und haben gelacht und haben uns Geschichten erzählt. Und mein Vater ist letztes Jahr gestorben, weil er hatte vor ein paar Jahren die Diagnose ALS erhalten. Und es war einerseits ein ganz großes Drama, aber andererseits auch ein ganz großes Glück, diese Krankheit, weil ich dadurch nochmal meine Großeltern kennengelernt habe oder zumindest mein Großvater, der lebt noch, der ist letzte Woche 90 geworden. Und wo ich auch erfahren habe, dass ich ein streng gehütetes Familiengeheimnis auf der väterlichen Seite war, weil es dürfte mich nicht geben oder es gab mich nicht. Also ich wurde einfach totgeschwiegen. Also meine Schwester wusste auch nicht, dass es mich gibt bis vor einigen Jahren. Deswegen war es für sie auch nochmal als eigentlich Erstgeborene, aber dann doch Zweitgeborene auch sehr schwierig, auf einmal das zu akzeptieren, dass es da noch jemand vor ihr gab. Und nicht mal so, also wir sind 2 Jahre auseinander. Und mein Vater hat diese Diagnose erhalten, die eigentlich ein Todesurteil ist. Also es gibt keine Therapiemöglichkeiten. Und meine Oma väterlicherseits ist gestorben und dann habe ich ihn gefragt, ob ich mit bei der Beerdigung dabei sein kann. Und dann hat er gesagt, nein,
der Opa, also sein Vater, hat gesagt, nur der engste Familienkreis. Und hat er meine Hand genommen und hat gesagt, es tut mir leid, Katrin. Und habe ich dann, ja, ihn gefragt, wieso und warum und ob, ich will mich einfach verabschieden von einer Frau, die ich eigentlich, die mich nicht kennenlernen wollte, aber die ich gerne einfach so, einfach mich verabschieden will, so unbekannterweise. Und hatte gesagt, weißt du was, ich mache es jetzt einfach, es ist egal. Und dann war ich bei der Beerdigung, hatte sehr, sehr weiche Knie und damit ist das Geheimnis aufgeflogen. Ich war 40 Jahre alt und nun weiß der väterliche Teil der Familie, dass, ja, dass es eben mich gibt. Und ich war dann beim Leichenschmaus nicht dabei und habe also die Diskussion nicht mitgekriegt, aber das war auch gut so. Ich konnte mich, ja, es war gut so, bei meinem Vater zu sein und meine Schwester auch noch mal zu sehen. Und danach kam dann auch erst der Kontakt, dass wir dann zusammen verreist sind. Und genau. Und ja, also ich, nachdem er jetzt gestorben ist, war es einfach auch wirklich noch mal so eine Begeisterung eigentlich über mich selbst, dass ich das mir so erkämpft habe und den Weg gegangen bin, also mit all seinen Schwierigkeiten und Schmerzen. Es gab mit, als ich 30 war und wieder eben Kontakt zu meinem Vater aufgenommen hatte, gab es eine Hochzeit. Mein Mann und ich haben geheiratet, mit dem ich auch dann die nächsten 3 Kinder bekommen habe. Und ich habe auch ich habe zu mir gesagt, ich möchte, dass jeder dabei sein darf, der dazugehört. Und meinen Vater habe ich auch eingeladen. Und es war dann auch so, dass auf der Hochzeit mein Vater sich auf die Bühne stellte mit einer Rose und wollte sich bei meiner Mutter, er ist vielleicht auch ein bisschen dramatisch gewesen, aber wollte sich bei meiner Mutter bedanken und auch um Verzeihung bitten. Und dass sie mich großgezogen hat. Und ja, und es endete dann so, dass meine Mutter sich hinter einem Busch versteckte und er also das nicht anbringen konnte. Aber ich habe dann die Blume entgegengenommen und daraufhin gab es ein Eklat, dass sich die Ziehfamilie auf die Bühne stellt und sagte, das ist nicht der Vater ist der Ziehvater. Ja, also sehr... Einerseits klingt es vielleicht und ist es auch ganz leicht, ein Kind möchte einfach seinen Vater kennenlernen, aber es ist einfach eine große Zerreißprobe in meinem Leben bisher und ich habe es für meine Kinder auch gemacht und für mein Seelen- und auch körperliches Heil, weil ich konnte so nicht weitermachen. Also dieses, ja, das, genau. Also meine Kinder wissen, wer ihre Väter und Großväter sind und ja, und alles darf sein, also sowohl die Ziehfamilie als auch die andere Familie und genau, also es ist auf jeden Fall immer eine Bereicherung und ja, das zu mir. Frau Ranefeld, vielen Dank für die berührenden Einblicke in das Gewordensein einer Vater-Tochter-Beziehung. Ich würde damit den Erzählsalon für beendet erklären. Die Runde. Vielen Dank, dass Sie so offen hier erzählt haben. Und vielen Dank für die Zuhörerinnen zu Hause, die uns ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben.